Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Es geht hier ganz gut voran. So, vor allem was das Terraforming angeht, sind wir ziemlich flott unterwegs hier. So, wir brauchen hier mal Gebäude zum Wohnen. Oh. Na, erst einmal schauen, dass wir den Durchgang hier hinbringen. Ja, perfekt, das geht sehr aus. Sehr schön. So. Da gibt es jede Menge Essen. Oh, und der andere ist auch schon fertig mit Vegetation verbreiten. Das war wahrscheinlich am Ende vom letzten Part. Ah, da kommt die in der Klinik hin. Komm, kriegst du hier deiner. Hier auch. Ah, da kommt lieber hier eine große Weltraumbar hin. Sollen sie natürlich auch was für die Nahrung beitragen. Und eigentlich der Grund für die Forschung, warum wir das hier gebaut haben, haben wir schon ganz vergessen. So, nämlich ein Hawking-Institut hier, ein Hawking-Institut da. Oh, der giftige Regen. Oh, der giftige Regen. Oh Mann. Shit. Der ist auch noch immer nicht fertig, weil wir viel zu wenig Treibstoff haben. Aber da können sie mal ordentlich reinbauen jetzt. Wir haben auch noch keinen Garten oder irgendwas, wo die sich ein bisschen erholen könnten. Da geht es vielleicht einmal weiter. Jetzt noch nicht, aber irgendwann einmal. So, das ist ein Steingarten. Fünf Stunden noch bis der giftige Regen zu Ende ist. Überall wachsen schon die Büsche. Oh, wegen giftigen Regen sind die ausgeschalten. Mist. Blöd ist das. So, was jedoch nicht blöd ist, wir haben jetzt einmal die Klinik. Netzwerkknoten wäre natürlich auch gut gewesen, wenn da zwei Hawking-Institute drin sind. Aber egal. Ich hoffe mal, dass wir hier genug Leute für die Arbeit bekommen. Oh, wir haben eh so viele Obdachlose, die können ja mal alle hierher kommen. Die sind eh schon auf dem Weg da. Gut, wir können die mit Service-Bots automatisieren. Für den Fall, dass wir hier zu viele Jobs haben. Ja, ist auch schon fertig, gut. Dann können die nämlich nachher... Was? Was war das? Heißt da nicht... Achso, der hatte Drohnen dabei. Die jetzt irgendwo sind. Jetzt hat der hier 38. Egal. So, der 10 Drohnen. Nachdem die hier eben rumwerkeln. Das ist sicher nicht schlecht. Der ist noch immer nicht aufgetankt.
funding received. Mehr Treibstoff. Upgrade für die KI. Oh, so für Kinder. Samen momentan. Oh, da wird sie mal schon grün. Ha, es geht dahin. Funding received. Gut, nachdem. Boah, hier ist gar kein Platz mehr für die Leute. Das Ding ist voll. Shit. Wahnsinn. Okay, hier kommen mal Service-Bots hin, hier kommen Service-Bots hin und auch hier kommen Service-Bots hin. Bar, vielleicht auch, mal schauen. Ja, da kommen auch Service-Bots hin. Hier hat man dann noch normalen Kundenkontakt in der Mitte, aber ansonsten schauen wir, dass wir hier einige Service-Bots haben, damit wir mehr Platz für die Hawking-Institute haben. Noch mehr Forschung generieren. Wollen ja schließlich die Dinge hier auch noch einmal haben. Vielleicht erstmal den hier. Gut, dass der giftige Regen mal zu Ende ist. Dafür ist das Wasser ist ganz grün schon. Aber es wird mehr. So, die brauchen wir, die Steine. Nochmal einen Carbonatprozessor. Boah, das fühlt sich auch schnell mit Polymere. Da geht es ein bisschen langsam voran. Service-Bots. Was ist denn los mit Service-Bots hier? Nö. Doch hier. Da können wir es auch machen. Dann können die stattdessen woanders arbeiten. Thank you.
Immer noch freie Arbeitsplätze hier. Ah ja, hier automatisieren. So. Wir produzieren die Bratnahrung. Was dauert denn das so lange mit den Hawking-Instituten? Ne? Mangelt hier ein bisschen an Beton scheinbar. Hey, der hat auch nicht weitergemacht. Nehmen wir einfach mehr Sterlings. Warum nicht? Und die andere schicken wir einfach so los. Kriegen eh wieder jede Menge Geld, wenn wir die zwei zurückschicken. Hier vielleicht die. Na, das ist nicht die Bodenqualität, sonst könnte man noch keiner Ding pflanzen. Wäre cool, wenn man die Bodenqualität irgendwo sehen könnte. Ich glaube, ich wüsste nicht, wo man die sieht. Hm. Ja, da kommt es jetzt aber auch schon durch. Fühlt sich jetzt auch schon schnell. Die Raketen sind schon so gut wie da. Ja, wir haben noch 4 Sterlings. Eis-Asteroidenfänger. Wow, da wird es überall blau. Da entstehen scheinbar Ozeane. Das Asteroidenfänger ist wohl abgeschlossen. So, da haben wir noch Sterling. Schauen wir mal, wo wir die hier platzieren werden. Ja, damit ihr hier oben auch genügend Strom habt, immer. Und da kommen sie. Und da ist noch einer bereit zur Landung, die noch nicht landen kann. Na, eigentlich kann sie es schon. Lassen wir sie einfach da landen. Why not? Noch mehr Sterling. Oh, hat's gleich zerstört, oder was? Wow, so heftig ist wirbelt der Staub auf, hätte man nicht gedacht. Ah, hat's aber noch geschafft. Überlebt.
Wohin mit den Stirling-Generatoren? Sehr alles abgedeckt. Noch mehr Strom, noch mehr Forschung. Nee. Fertig. Zumindest eins einmal, das andere kommt noch. Daran bauen sie gerade. Ach, der Rekan ab. Der Rekan vorkommen mehr hier. Das heißt, den können wir ruhig abreißen. Immer noch freie Arbeitsplätze hier drin. Die nächste Kuppel daneben braucht auf jeden Fall eine Archäologie. Ah, der nächste Carbonatprozessor wird fertig. Alles. Schaut so aus. Was haben wir noch an Spitzen? Wasserrückgewinnung hätten wir noch. Research complete. Fortschrittliche Raketentechnik. Mehr Leute in den Raketen drinnen. Noch mehr. Oh, mehr Kapazität für die Drohnen. Bitte gern. Dann machen wir den Klontank. Und vielleicht mehr Shuttle. So, der kann auch starten. Geht's in Deckung. Säubert sich alles wieder. Oh, bei dem nicht. So aussieht. Ah, das war ein Dampfen da so raus, ist das normal? Und jetzt auch einmal was. Langsam wird's grün. Der tritt bald seine letzte Reise an. Hey, warum hat der eine Rakete so viel länger braucht? Hä? Oder was? Irgendwie check ich das gerade nicht. Eine Rakete was geliefert? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun.
weitere Shuttles bauen. Kaum Spezialisten hier. Komm, schnappt ein bisschen Beton. Da braucht kein Treibstoff liegen eigentlich. Und keine Nahrung. Die Nahrung wird mehr und mehr. Da wird schon langsam. Das Ding ist nach wie vor so gut wie voll. Die Forschung wird immer mehr. Marsianische Aerodynamik. Wie schauen wir da aus? Da fehlt noch immer so viel Beton und ein paar Polymere und Metall und alles. Achso, na hey, leg das da hin. Leg das doch ab. Sehr gut. Das werden wir nicht mehr brauchen. Ja, das vielleicht. Und das. Und das. Noch ausgelagert, ja. Gut, Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich dafür fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!